Leute, wir müssen reden. Denn die Star Wars Welt ist aktuell in Aufruhr. Nein, kein neuer Film, keine neue Serie. Es geht um die kürzliche Ankündigung für Star Wars Battlefront in der Classic Edition. Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden Battlefront-Teile aus 2015 und 2017 nicht die einzigen Releases des bekannten Star Wars Shooters sind. Genau genommen sind die EA-Teile in die gigantischen Fußstapfen ihrer gleichnamigen Vorgänger geschlüpft. Ob die Teile dem Erbe der Pandemic Studios, das seit 2008 auch zu EA gehörte, gerecht werden, das wollen wir euch überlassen. Hier spielen Nostalgie und Kindheit eine wichtige Rolle. Eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Doch eine Sache ist völlig unabhängig von unserer persönlichen Meinung. Nämlich die Tatsache, dass der Re-Release dieser beiden Spiele nichts anderes ist als absolute Abzocke und ja, letztlich eine gigantische Frechheit. Warum, fragt ihr euch? Das wollen wir euch im heutigen Video erklären. Um unsere Sicht zu verstehen, müssen wir uns die Geschichte hinter Battlefront 2 anschauen. Vom Release bis hin zur Hochzeit über die Zerstörung von ganzen Communities. Aber worum geht es eigentlich? Für die, die hinter Mond leben? Das ist kein Mond. Oder schlichtweg einfach zu jung sind und die alten Spiele gar nicht miterlebt haben, die Kurzfassung. Im Jahre 2004 wurde das erste Star Wars Battlefront veröffentlicht. Der erste Ableger der Spielereihe war ein voller Erfolg. Die Klonkrieger, aber auch der galaktische Bürgerkrieg waren spielbar. Es gab einen Splitscreen-Modus und letzten Endes hat das Spiel sehr vieles richtig gemacht. Man konnte es mit seinen Freunden nach der Schule an der PlayStation oder Xbox spielen und diese Spiele haben einem noch ein ganz anderes Feeling gegeben. Man konnte einfach zocken, es war so unkompliziert, so unkritisch, es hat einfach Spaß gemacht. Und der Erfolg sollte hierbei auch nicht abreißen, denn bereits ein knappes Jahr später kam direkt der zweite Teil mit großartiger Story, die Order 66 aus Sicht der Klone erzählte. Dieses Spiel übertrumpfte nicht nur grafisch seinen Vorgänger, denn nun waren auch endlich Helden und Schurken spielbar. Ein kleiner Funfact am Rande: Wir konnten auf der Gamescom 2019 auf Einladung von EA mit den Entwicklern der aktuelleren Battlefront-Reihe reden, die sich selbst sehr viel von den alten Spielen haben inspirieren lassen und große Fans sind. Diese Inspiration merkt man wirklich. Doch jetzt zurück zum Thema. Nun, über all die Jahre wurde es ruhiger um die Battlefront-Reihe. Nach 2005 war zwar ein Battlefront 3 geplant, allerdings ist das so eine Sache. Irgendwie werden wir nie eins bekommen. Damit haben leider auch die neuen Teile zu kämpfen. Es wurde noch vor Release eingestampft. Wir bekamen lediglich ein paar kurze Demos zu sehen. Das führte nach 2005 dazu, dass wir Fans nur die Möglichkeit dieser alten Spiele hatten. Für die damalige Zeit völlig okay. Ich selbst habe das alte Battlefront 2 noch sehr viele Jahre aktiv gespielt. Es gab Clans, es gab eine kleine, sehr eingesessene Community mit eigenen Servern. Die Mod-Community war gigantisch und ist auch immer noch vertreten. Doch dann passierte es. Mitte 2014 schaltete GameSpy ihre Server ab. GameSpy ist das damalige Servernetzwerk gewesen, das die Serverliste und Nutzerdaten bereitgestellt hat. Der Online-Modus war daraufhin Geschichte und der Multiplayer so gut wie tot. Man konnte nicht mehr so einfach auf Server joinen. Das Spiel ist daraufhin gestorben und es wurde ruhiger um Battlefront. Communities und Clans begannen sich aufzulösen und für mich ging eine Ära meiner Kindheit zu Ende. Es gab Lösungen und Programme wie Tunnel und andere, die versuchten, das Online-Spiel zu ermöglichen. Doch nichts kam an die originale Lösung heran. Für gelegentliche Runden im Singleplayer oder Splitscreen waren die alten Spiele noch immer gut und durchaus spielbar. Die Grafik ging auch irgendwie klar. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wenn uns Star Wars eins gelehrt hat, dann dass die Hoffnung nie stirbt. Und so kam es dann auch. Wie aus dem Nichts 2017 die Nachricht, dass Battlefront 2 wieder online spielbar ist. Kurz vor dem Release des neuen Battlefront 2 hat Disney auf Steam verkündet, dass Battlefront 2 wieder online läuft. Das ist eine, wenn nicht sogar die beste Entscheidung, die der Mauskonzern je getroffen hat. Spaß beiseite, eine wirklich schöne Nachricht. Ohne großes Update, ohne kostenpflichtigen Zusatzdownload. Ohne DLC oder Season Pass konnte man Battlefront einfach wieder spielen. Das hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein, doch es passieren auch mal gute Dinge. Einen großen Nachteil hatte das Ganze. Mods wurden nicht mehr so leicht im Multiplayer unterstützt und sind heute auch nur über Umwege online spielbar. Doch Battlefront kehrte damit wieder zurück. Wirklich viel tat sich dann auch nicht mehr. Die Handvoll Leute, die sich gefreut haben, waren glücklich und damit war es durch. Und schon befinden wir uns im Hier und Jetzt. Eine große Ankündigung. Star Wars Battlefront Classic Collection. Die Rückkehr eines alten Klassikers mit Online-Modus. Für alle gängigen Konsolen ab dem 14.03. diesen Jahres verfügbar. Klingt nach einem großen Release. Doch was hat sich eigentlich geändert?
Der Online-Modus funktioniert jetzt? Ja, hat er im Falle der PCs aber auch schon vorher. Gab's ja als kostenloses Update. Für die Konsolen gibt's jetzt immerhin 64 Spieler. Gibt's denn neue Maps? Nein, nicht wirklich. Es sind keine extra neuen Maps für diesen neuen Release gemacht worden. Nur die Bonuskarten wurden hinzugefügt. Gibt's neue Charakteren, Helden oder Schurken? Ja, nein, nicht wirklich. Ehemals exklusive Charaktere für die Xbox, Ventress und Kid Fisto sind nun für alle spielbar. Immerhin. Für Battlefront 1 gibt's die Bonusmap Jabba's Palast und naja, das war's. Battlefront 2 gab es damals auf dem Wühltisch für unter 5 Euro und auch heute ist die in Anführungsstrichen alte Version für teilweise unter 2 Euro im Internet mit denselben Features. Der Online-Modus, einer der größten Verkaufsargumente, wurde auf dem PC kostenlos nachgepatcht. Das Spiel hat allerhöchstens einen kleinen Facelift bekommen. Die Texturen sind vielleicht etwas hochauflösender und trotzdem ist das Spiel nun anstatt 5 GB 50 GB groß. Woher kommt dieser Speicherplatzzuwachs? Und das Ganze rechtfertigt eine Preiserhöhung von insgesamt 5 Euro auf 35 Euro? Eine Versiebenfachung des Preises gerechtfertigt durch alte, bereits verfügbare Inhalte. Auf den Konsolen macht das immer noch mehr Sinn als auf dem PC. Denn dort funktioniert ja wirklich alles schon und noch viel mehr als das. Wie gerade schon erklärt, hat dieses Spiel eine wahnsinnige Mod-Community. User können sich in der alten Variante sehr einfach verschiedenste Mods herunterladen und das Spiel ganz nach ihrem Geschmack anpassen. Die Qualität unterscheidet sich dabei häufig überhaupt nicht vom Vanilla-Game. Ganz im Gegenteil, Texturen sind meistens sogar besser. Würde das neue Spiel 10, 15, vielleicht 20 Euro kosten, wäre das vielleicht noch verständlich. Aber unter den gegebenen Umständen bleibt uns nichts anderes übrig, als festzustellen, dass es sich dabei um eine Frechheit handelt. Hier wird mit der Nostalgie und dem emotionalen Wert für die Leute gespielt und genau das wird schamlos ausgenutzt. Der Release des Spiels steht noch aus und vielleicht werden wir ja noch überrascht. Wir hätten uns eine aufpolierte Version gewünscht, vielleicht ein paar neue Charaktere oder Maps. Klar hätte das Arbeit gekostet, aber für 35 Euro darf man doch bitte was erwarten. Die breite Zielgruppe freut sich natürlich über den Release und weiß nichts von den Möglichkeiten des Moddings oder der schon lange wieder aktiven Online-Version auf dem PC. Letzten Endes aktiviert das breite Marketing die ehemalige Spielerschaft. Und nicht nur das, die neue Generation hat jetzt eine Möglichkeit, diese alten Spiele neu und das erste Mal zu erleben. Das, was wir damals schon durften, das ist einer der wenigen positiven Aspekte. Deswegen, auch wenn wir den Release und die damit verbundene Preispolitik kritisch sehen, freuen wir uns dennoch auf das Spiel und haben es uns auch vorbestellt. Das breite Marketing wird die Server wieder füllen und das Spiel spielenswert machen. Und letzten Endes ist es das, was einem Freude bereiten kann, die Kindheit noch einmal zu erleben, sich an die alten Zeiten mit seinen Freunden zu erinnern, an die alten sorglosen Zeiten und diese im Bestfall nochmal erleben zu dürfen. Wir würden uns darüber hinaus auch gerne mal die anderen Spiele wie Republic Commando oder Star Wars Empire at War in einer aufpolierten Variante wünschen. Habt ihr die alten Battlefront-Spiele gespielt und was ist euer Lieblings-Star Wars-Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Eure 212.